Mit ein paar Einstellungen und etwas Grundlagen zu den Strukturierungsmöglichkeiten wird der Einstieg in OneNote deutlich leichter und ihr behaltet besser den Überblick. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Wir starten jetzt mit ein paar Grundeinstellungen in OneNote. Dann schauen wir uns die verschiedenen Strukturierungsmöglichkeiten an. Und am Schluss gebe ich euch noch einen Ausblick, wie ihr jenseits von Strukturebenen über Kategorien und Suche schnell zu den Informationen kommt, die ihr in OneNote abgelegt habt. Ich habe hier schon mal ein Notizbuch angelegt, das heißt OneNote-Struktur verstehen. Wenn es bei euch das erste Notizbuch ist und ihr das erste Mal OneNote startet, dann steht hier ein anderer Name für ein Notizbuch, aber im Prinzip müsste es ganz ähnlich aussehen. Und als erstes empfehle ich euch, dass ihr hier rechts oben über dieses Symbol Menüband Anzeigeoptionen die Menübänder und die Befehle dauerhaft anzeigen lasst. Das ist auf jeden Fall am Anfang besser, um einen Überblick zu haben, was ihr machen könnt. Das Zweite ist, ich würde hier, wo der Name des Notizbuchs steht, die Notizbücher anpinnen. Dann sieht man nämlich hier in der Struktur, welche Notizbücher man hat und bekommt auch über die Abschnitte schon mal eine gewisse Information. Und das Dritte, was ich machen würde, ist, die Übersicht über die Seiten, die wir hier auf der rechten Seite sehen, erstmal hier nach links rübernehmen und zwar über Datei, Optionen, Anzeige und dann hier unter Anzeige, Seitenregister links. Dann bestätigt ihr mit OK und damit habt ihr das Seitenregister links. Das heißt, wir sind jetzt in dem OneNote-Notizbuch, OneNote-Struktur verstehen. In einem Abschnitt, der heißt Abschnitt 1, den sehe ich hier und hier. Und es ist eine Seite offen und diese Seite hat keinen Titel. In dem Moment, in dem ich den Seitentitel schreibe, seht ihr, wird hier dieser Seitentitel auch angezeigt. Das heißt, mit jeder neuen Seite, die ich einfüge, zum Beispiel hier über dieses Pluszeichen, kann ich einen neuen Titel eingeben und der Titel wird sofort hier angezeigt. Bei den Abschnitten kann ich den Abschnittsnamen ändern, indem ich den Abschnitt mit der rechten Maustaste anklicke und dann auf Umbenennen gehe. Und neue Abschnitte könnt ihr anlegen, entweder hier über das Plus, ne? Abschnitt 1, 2, die werden durchnummeriert. Oder auch über einen Rechtsklick drauf und den Befehl Neuer Abschnitt. Sowohl die Notizbücher hier als auch die Abschnitte in den Notizbüchern könnt ihr mit Farben belegen. Das heißt, ihr macht zum Beispiel auf einen Abschnitt einen Rechtsklick und sagt, ich möchte hier die Abschnittsfarbe ändern und dort könnt ihr dann zum Beispiel einheitlich für eine bestimmte Art von Informationen die Abschnittsfarbe wählen. Und ihr habt auch dieselbe Möglichkeit über einen Rechtsklick auf das Notizbuch, dass ihr hier über die Eigenschaften hier die Farbe für das Notizbuch wählt. Also ihr könntet zum Beispiel alle Notizbücher, die auf OneDrive liegen oder alle Notizbücher, die auf SharePoint liegen, könntet ihr in einer bestimmten Farbe machen oder lokale Notizbücher. Also da seid ihr frei in der Farbgestaltung. Wenn es darum geht, wie ihr ein neues Notizbuch anlegt, dann schaut euch doch mal das Video an, das ich in der Infokarte verlinkt habe. Da habe ich alles rund um Ablageorte und Anlage von Notizbüchern erklärt. Wenn ihr jetzt die Reihenfolge dieser drei Strukturebenen Notizbuch, Abschnitt, Seite verändern wollt, dann geht das am einfachsten, indem ihr sie mit der linken Maustaste anfasst, also sogenanntes Drag and Drop. Und ihr seht, ich kann jetzt hier das Notizbuch nach oben schieben. Dann ist das Notizbuch jetzt das erste. Und wenn ich die Abschnitte verändern will, kann ich auch die entsprechend in der Reihenfolge verschieben. Und dasselbe wäre auch bei den Seiten. Also ihr seid sowohl in der Benennung als auch in der Farbe als auch in der Position dieser verschiedenen Strukturebenen völlig frei. So, nun zur Struktur innerhalb von Seiten. Was ihr schon kennengelernt habt, ist, dass wir verschiedene Abschnitte haben und dass wir in den Abschnitten dann verschiedene Seiten haben können. Und jetzt kann es sein, wenn ihr so arbeitet,
dass ihr irgendwann merkt, Mensch, hier zum Beispiel bei Schafkopf, Doppelkopf, Watten, das sind Kartenspiele, da möchte ich eigentlich noch eine Ebene haben. Und dann ist eine Möglichkeit, dass ihr eine neue Seite anlegt und ihr nennt die Seite Kartenspiele. Und dann nehmt ihr die Seite Schafkopf, zieht die unter die Seite Kartenspiel und dann rückt ihr sie ein Stück ein. Und zwar entweder über einen Rechtsklick auf die Seite Schafkopf und dann als Unterseite verwenden. Oder zweite Möglichkeit ist, man zieht sie einfach ein bisschen nach rechts. Ihr seht, damit wird sie auch eingerückt. Ich nehme jetzt mal Doppelkopf hier noch nach unten und Watten hier noch nach unten. Und jetzt habe ich praktisch eine Seite und dazu drei Unterseiten. Also noch eine weitere Ebene in den Unterseiten, die ich jetzt hier einklappen kann. Und jetzt ist vielleicht so, ich möchte noch eine Ebene einfügen hier. Und zwar möchte ich noch bayerische Kartenspiele einfügen. Das heißt, ich mache mal hier noch eine Seite und die nenne ich jetzt bayerisch. Und dazu möchte ich Watten haben und Schafkopf. Und ihr seht, jetzt habe ich eine Struktur in den Seiten, Kartenspiel bayerisch und darunter Watten und Schafkopf. Und Doppelkopf ist kein bayerisches Kartenspiel, das ist wieder ausgerückt. Was ein bisschen schade ist, ist Folgendes, wenn ich hier bei Kartenspiel, also auf der obersten Ebene der Seiten bin, dann seht ihr, ich kann die hier einklappen. Das kann ich leider auf der zweiten Ebene nicht. Keine Ahnung, warum das nicht geht, finde ich persönlich ein bisschen unpraktisch. Wichtig ist jetzt, wenn ihr jetzt diese Seite Kartenspiel mit den ganzen Unterseiten irgendwie verschieben wollt hier, dann müsst ihr sie erst einklappen und dann könnt ihr sie komplett nehmen und woanders in der Reihenfolge hinschieben. Wenn es ausgeklappt ist und ihr zieht jetzt hier an Kartenspiel, dann seht ihr, es wird nur Kartenspiele mitgenommen und nicht der Rest. Also deshalb vor dem Verschieben einer Struktur von Seiten erst einklappen und dann verschieben und dann damit weiterarbeiten. Dasselbe Prinzip wie für die Seiten gibt es auch bei den Abschnitten. Wir haben gesehen, ich kann hier über Plus einen neuen Abschnitt anlegen, ich kann den benennen. Und jetzt gibt es aber noch die Möglichkeit, über einen Rechtsklick auf einen Abschnitt eine neue Abschnittsgruppe einzufügen. Eine Abschnittsgruppe wird hier hinten angefügt. Ihr seht diese Abschnittsgruppe dann hier auch. Sie hat ein bisschen anderes Symbol, die hat auch keine andere Farbe, sondern einfach nur ein anderes Symbol und ihr seht sie hier auch. Und wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr sozusagen in diese Abschnittsgruppe hinein und kommt dann nur über diesen Pfeil wieder nach oben. Ich mache das mal hier mit dem Beispiel, das ich vorbereitet habe. Dann habe ich noch eine zweite Ebene, eine dritte Ebene und so weiter. Ich finde das an der Stelle sehr unübersichtlich und deshalb ist es hilfreich, dass man hier, wenn die Notizbücher angepinnt sind, na, das war der Klick auf die Notizbücher, und dann das Anpinnen, also hier das Anpinnen, dann könnt ihr hier diese Strukturebenen auch einklappen. Aber es ist natürlich ganz klar, je mehr solcher Strukturebenen ihr habt, desto unübersichtlicher wird es. Also wenn ihr mit Notizbuch, Abschnitt, Seite oder vielleicht ein bisschen Unterseiten zurechtkommt, dann ist das super. Wenn ihr Abschnittsgruppen braucht, dann wird es relativ schnell unübersichtlich. Und deshalb möchte ich euch noch zeigen, wie ihr über die Suche schnell etwas finden könnt. Also nehmen wir an, ich suche jetzt. Ich weiß noch, irgendwo habe ich doch was zu Kartenspielen gehabt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo genau hier. Dann kann ich an dieser Stelle, man sieht hier, ich durchsuche dieses Notizbuch, kann ich jetzt hier mal Kartenspiel eingeben. Und dann sehe ich, es gibt hier eine Seite Kartenspiel, die ist in dem Notizbuch OneNote Struktur verstehen. Und wenn ich dann anklicke, bin ich sofort an dieser Stelle. Das heißt also, je umfangreicher das Ganze wird und je mehr Strukturebenen ihr habt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr die Suche braucht.
Und damit könnt ihr einfach über die Eingabe des Begriffs und Auswählen des Bereichs, in dem ihr suchen wollt, das geht von Seite bis eben zu Notizbüch, alle Notizbücher könnt ihr hier gezielt suchen. Und jetzt gibt es noch eine Möglichkeit der Strukturierung. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr in verschiedenen Notizbüchern oder Abschnitten Seiten habt, die aus eurer Sicht einen Zusammenhang haben. Und diesen Zusammenhang, den wollt ihr sichtbar machen und den wollt ihr auch schnell aufrufen können, dann könnt ihr diese Seiten verschlagworten. Und das machen wir hier über die Kategorien. Ich habe hier schon eine Kategorie angelegt, die heißt Spiel. Und ich weise jetzt den Seiten, die Spiele repräsentieren, nämlich hier dem Watten, einfach durch Anklicken des Titels und Anklicken der Kategorie, ihr seht, so nehmt es auch wieder weg, weise ich jetzt dieses Schlagwort zu. Und das kann ich hier machen, in diesem Notizbuch, auf diesen Seiten. Das kann ich aber auch zum Beispiel hier in dem Notizbuch Online Arno Burger unter Beispiele. Kann ich das auch für die entsprechenden Seiten machen. Das heißt, diese Seiten haben, obwohl sie jetzt nicht im selben Notizbuch sind und in der gleichen Struktur liegen, einen Zusammenhang, den ich sichtbar mache über die Kategorie. Und wenn ich jetzt auf Kategorien suchen klicke, dann bekomme ich hier auf der rechten Seite meine Kategorie Spiel. Und in der Kategorie Spiel habe ich meine verschiedenen Seiten. Wenn ich die anklicke, springe ich direkt dorthin. Und weil ich im Moment nur in diesem Notizbuch suche, sehe ich nur diese drei Seiten. Wenn ich jetzt aber in allen Notizbüchern suche, und ich klappe mal hier die Aufgaben ein und ich klappe mal die anderen Kategorien ein, die ich habe, dann sehe ich zu der Kategorie Spiel, ah, da gibt es jetzt mehrere Seiten, die Doppelkopf oder Schafkopf oder Watten heißen. Und so sehe ich den Zusammenhang zwischen Seiten, obwohl sie in der Strukturebene, also in der Hierarchie, nichts miteinander zu tun haben, aber weil ich es vorbereitet habe, kann ich diesen Zusammenhang suchen. Der Fokus dieses Videos war jetzt auf den Strukturmöglichkeiten von OneNote, die habt ihr alle kennengelernt. Es gibt natürlich verschiedenste Ansätze, wie man jetzt inhaltlich oder zeitlich strukturiert. Und ihr werdet merken, dass ihr mit der Zeit eure Struktur auch immer mal wieder verändern werdet. Das ist meiner Ansicht nach ganz normal. So ist einfach auch unsere Arbeit lebendig und deshalb auch die Struktur lebendig. Wenn ihr Fragen habt zu dem, was ich euch hier gezeigt habe, dann schreibt mir die unten in die Kommentare. Ich beantworte die immer gern. Und schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Wenn es mal ein Thema gibt, das ihr nicht findet, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ich mache auch immer mal wieder aus den Anregungen von euch neue Videos. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Daumen hoch. Das hilft mir und meinem Kanal weiter. Und abonniere auch gern den Kanal und schalt die Glocke ein, dann verpasst du auch keine Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.